Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten YouTube-Video. Ich bin Diana Und ich bin der Basti. und das ist unser erster Kurzausflug, der ganz spontan und eher dazu gedacht war, um etwas Equipment auszuprobieren und ein paar schöne Fotos vom Sonnenuntergang aufzunehmen. Ja, genau, das hat am Ende nicht ganz so geklappt, aber seht selbst. Wir befinden uns hier auf dem Teufelsberg im Berliner Grunewald, den wir später im Video mit dem Drachenberg verwechseln, der eigentlich unser Ziel sein sollte. Ich suche ja diese Fläche. Erinnerst du dich? Ja, weil wir damals auch mit dem Kino da oben gebaut haben, nicht? Genau. Direkt auf dem Teufelsberg ist ja oben einfach so eine ebene Fläche, wo keine Bäume, nichts sind, wo Ja. alles frei ist. Letztendlich haben wir das Ziel verfehlt, aber der Ausflug war trotzdem cool. Vorab müssen wir uns für die Tonqualität entschuldigen. Das Video haben wir eher spontan gedreht. Auf unseren zukünftigen Abenteuern wird sich das aber auf jeden Fall noch ändern. Wir haben jetzt die Drohne gestartet, um zu gucken, wo die Aussichtsplattform ist, weil wir keine Ahnung haben, wo wir hier gerade gelandet sind. Wir haben das Plateau auf der Drohnenkamera gesehen und bemerkt, dass es zu weit weg ist, um dort noch rechtzeitig schöne Aufnahmen von der Dämmerung zu schießen. Also haben wir kurzfristig beschlossen, wenigstens bei der Radarstation noch Fotos zu machen. Okay, ich suche jetzt einfach mal dieses Plateau, wo man oben drauf stehen konnte. Ja, ich habe das Gefühl, wir sind voll weit wieder runtergelaufen. Ja, jetzt können wir alles wieder hochlaufen. Nee, schön. Entweder hier hoch oder da unten rum. Ich hab mich fast gemault, ey. Das ist auch ein Schmutzberg, ne? Habe ich das verloren? Nee, ich hab's mal eingesammelt. Achso. Ja, und wie ich so bin, fange ich nebenbei noch an, Müll aufzusammeln, denn davon sieht man hier leider viel zu viel. Wie anstrengend ist das? Es fühlt sich an, als würden wir den Mount Everest beklimmen. Beklimmen, ja, erklimmen. Was wir zu dem Zeitpunkt der Aufnahme nicht wussten, war, dass das Lost Place, also die alte Abhörstation, welche übrigens noch aus Zeiten des Kalten Krieges stammt, jetzt für Führungen und als Event-Location genutzt wird. Darum wurden wohl auch alle Eingänge zu dem Lost Place penibel geschlossen, damit sich hier wirklich niemand Zutritt verschaffen kann. Ja, so ein kleiner Sneak Peek wäre doch vielleicht mal ganz cool, aber ist ja alles zu. Was muss auf Klo? Ja. Naja, hier gibt es ja überall Toiletten. Eine ganz große. Aber hier gibt es auch viele Leute, die hier lange gelaufen. Haben sich aber echt Mühe gegeben, um das wieder zuzumachen alles. Aber hier kann man echt coole Fotos, glaube ich, schießen. Gucken wir gleich mal. Boah, was für ein Ausblick. Aber ich sage mal ein paar Fotos, oder? Ja. Okay. Also wir suchen jetzt noch einen Spot, wo wir vielleicht noch ein paar schöne Fotos machen können. Ich meine, der Sonnenuntergang ist ja mal anders schön. Vielleicht sieht man es auf der Kamera. Schon schön. Wir werden uns gleich zurück, wenn wir einen coolen Spot gefunden haben. Sind wir einmal um den Berg rumgelaufen. Ja. Wir suchen die Aussichtsplattform und laufen einmal um das Lost Place rum.
so. Aus dem Fotoshooting ist nicht viel geworden. Die Sonne hat sich einfach verabschiedet. Und zwar genau dahin. Warte mal. Da. Weil der Ort hier einfach völlig überfüllt ist und einfach keine coolen Fotos hin. Der Krankenwagen, den wir hier sehen, wurde von zwei Bikern gerufen, die sich auf einem Trail verletzt haben. Hier auf dem Teufelsberg scheint es wohl mehrere Trails zu geben. Wenn ihr mehr von uns sehen möchtet, vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Denn es kommen noch viele Abenteuer und spannende Videos von uns. Ciao und bis bald! Basti und Diana.